Oh ja, kühl und modrig. Das ist phosphorizierend. Bei Ausfall der Lampen hätte man dann hier immer noch eine allgemeine Orientierung für das Grab. Ah. Lasse das so richtig eng, feucht und dreckig werden. Oh ja. Herr Robin? Natürlich. Nehmen wir das hier, oder? Ja, sicher. Wenn wir schon da haben, dann nehmen wir gleich rein. Ui, das schaut schön aus. Ich glaube, da möchte ich dann hinunter. Oder machen wir es gleich? Nö, jetzt. Also Stand der Dinge, Freunde, wir sind ja gerade in einem eigenen Stasi-Bunker in Brandenburg, mal nicht Österreich. In Wandlitz. Hier haben wir ein schönes Loch gerade gefunden. Und was macht man, wenn man schöne Löcher findet? Man klettert hinein. Bitte mach keinen auf Luke. Bei mir ist es lustig, weil ich habe eigentlich eine Gipshand. Warum kann ich keine Hobbys haben, die normal sind? Nein, ich muss immer da herumkrallen. Leck mich doch am Zückerli. Wird's eng? Jo. Oh fuck. Oh mein Gott. Mhm. Oh mein Gott. Naja. Von nichts kommt nichts, oder? So. Also Freunde, macht uns bitte niemals nach. Vor allem nicht, wenn du eine Gipshand hast. Fuck, das ist so eng, dass du... Oh Gott. Wenn ich dann nach hinten schaue, muss ich feststellen, dass das kein Ende nimmt. Also, schauen wir uns lieber andere Sachen an, wenn wir nur 10 Minuten Zeit haben. Warum mache ich so einen Scheiß immer? Sag mir das bitte. Gut. Es geht nicht weiter. Wir machen den Rückzug. Das ist kurze Nebeninformation. Der ist nicht gebrochen, sondern ich habe mit meinem Finger eine Sehne wurde genäht. Also man kann ihn benutzen. Irgendwie. So halbwegs. So, das heißt, das hier ist jetzt die erste Warteschleuse eigentlich. Da hat man so richtig schöne Sesseln oder Bänke oder. So, geht das an? Du hast eine echt schöne Weste. Dankeschön. Ja, das war in der Warteraum. Wir mussten so lange warten, bis die Schleuse geöffnet wurde. Ja, beginnt die Schleuse um. Und angeblich hat so eine Tür ein paar Tonnen. Oh krass. Ich sag 5. Bist du deppert? So, das heißt, dann ist man da rechts gegangen. Da gab's dann die erste Dusche, wo man sich den ganzen Dreck einmal irgendwie runtergewaschen hat, wenn man noch solche Schutzanzüge anhatte. Das wäre der perfekte Ort für eine Unterfensur. Aber nicht mit mir. Wie der heißen mit dem. Wie ist sein Name, weiß ich nicht mehr. Ja, genau, richtig. Hier durfte man sich dann ausziehen. Und das ganze ranzige Gewand da hineinlegen. Dann ist man dann weitergegangen. Da hat man dann gesagt, hallo übrigens. Hat dann irgendwie das okay bekommen. Hat man wieder weiter dürfen. Und da hat man dann normal duschen können. Da hat man dann noch die ganzen Anschlüsse. Da hat man dann normal geduscht. Bitte, kannst du ruhig. Dann ist man da weiter. Da ist dieser komische Haarprozessor, der diese ganzen Türen und alles gesteuert hat. Und dann kann man in die zum
Arzt, zum Sanitäter, wie auch immer. Und hier wurde dann entschieden, ob man entweder sterben muss, dann wurde man in einer von diesen Räumen da hineingelegt. Dann hat man auf Glück gesagt, eigentlich auf seinen Tod gewartet, was irgendwie ziemlich traurig ist, aber leider Realität. Oder man wurde eben hier ein bisschen verarztet und verwundet. Oder man wurde direkt weitergeschickt. Ja. Und dann ging es hier in den Bunker. Und? Darf den Bunker oder? Was hat er gesagt? Popo gehabt. Genau. Ah, das war der Speisesaal, gell? Speiseraum. Nach was riecht das? Schweinsbraten. Leicht verschimmelt, aber Schweinsbraten. Das war die Küche. Ah ja, wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel gekocht wurde und geschmeckt hatte. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Hocker-Kocher, Kaffeemaschine. Diese Türen, verdammt. Ui, geht nicht zu. Ich kann nicht mal einsperren, die Tür geht nicht zu. Man sieht ja noch schön hier die alten Dichtungen. Und die sind mittlerweile so hart und spröde, dass man diese Türen gar nicht mehr zubekommt. Überall phosphorisierende Wandfarbe. Das ist die Leuchte im Dunkeln nah. Der Bunker ist eigentlich riesengroß. Und mit riesengroß meine ich wirklich riesengroß auf zwei Ebenen. Mit extrem vielen Notausstiegen und Eingängen und Halleluja. Unten war eher der technische Teil. Das sind diese ganzen Lufttanks und die Schaltzentrale und also sicher alles. Wie gesagt, der Bunker wurde, glaube ich, bis 91, 92 verwendet und seitdem steht er dann leer und er wurde für uns heute geöffnet. Also richtig geil. Aber wie man sieht, es wurde halt wirklich schon alles geflanert. Aber wirklich alles. Die alten Holzkisten. Das ist immer schön, sowas zu sehen. Also schön. Geschichtlich gesehen. Ah, da sind diese Betten wieder. Auch extrem interessant. Die ganzen Betten hängen auf Federn, sieht man da oben. Das heißt, wenn irgendwo eine Bombe eingeschlagen ist, wie auch immer, und das ganze Gebäude hat gebebt, dann sind die Betten halbwegs ruhig geblieben. Aber heilige Scheiße. Die leben auch schon wieder mehr, als sie eigentlich verlassen sind. Und man kann das ganze Bett hin und her wackeln lassen. Aber es geht ja nicht hier drinnen. Was passiert eigentlich, wenn man solche Not-Taste drückt? Das passiert doch irgendwas? Feueralarm. Ich weiß nicht. Ruheraum. Das müsste ich mal anschauen. Das lebt. Boah, das ist. Boah, das stinkt hier drin. Hallo, was machen Sie hier? Könnt ihr euch bitte vorstellen, wenigstens? Hallo, mein Bruder, hallo. Das ist das Team für die OnlyFans-Folge. Eindeutig ein alter Kontrollraum. Schaltraum, Kontrollschaltraum. Da hast du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Quittierung, Hupe. Umluft. Was ist denn? Wer hier saß, hatte die Macht über Türen, Luken, Strom. Karstadt. Stadt Karst, Karstadt. Kempen. Ist das eine Stelle? Was muss ich jetzt denn gerade geben? Was zahlen Sie? Gebietsverkäufer, aber in 1991. Gebietsverkäufer, was zahlen Sie? Steht nicht da, gell? Boah, die haben wirklich alles gefladert. Wenn man da reinschaut, einfach mal komplett leer. Also du hast doch zuerst irgendwo eine Kohledose gefunden, oder? Mhm. Wo ist die? Habe ich irgendwo stehen lassen, aber hier war noch eine. Nein, da unten liegt ja eine, stimmt, ja. Kinderschokolade noch mit diesen alten Typen da, mit dem alten jungen Typen, der mittlerweile auch schon alt ist. Und altes DDR-Porzellan. Ah, hier ist noch unser cooler Schrank, gell? Ja. Was war hier damals drinnen? Waffen. Schwere Geschütze. Hatte jeder einen eigenen Schrank, jeder Soldat, mit eigenem Schlüssel und konnte seine Knarre da
abschließen. Wenn man sich denkt, der ganze Bunker ist so verdammt groß, dann ist so ein kleiner Waffenschrank da. Oh. Ja, das Herz der Anlage. Der ehemalige... Wie hat er geheißen? Milko? Milke. Milke, ups. Milke erinnert mich immer an Milchcreme-Kühlung. Minister der Staatssicherheit. Ah. Also quasi Stasi-Chef in der Direktion. Ich komme aus dem Ösiland, weißt du. Das Herz der Anlage eigentlich. So richtig ranziger Teppich, aber richtig ranzig. Und um was sie richtig hart steht, diese Tapete. Schöne Raufasertapete. Boah, da sind Tiere rausgekommen. Die lebt schon. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schimmel wir heute eingeatmet haben. Sieht man auch schön hier. Das ist kein Muster, das ist Schimmel. Ja, aber eines kann ich dir hundertprozentig sagen, das ist nicht der originale Stuhl. Ja. Da bin ich mir zu 100% sicher. Aber in Milke seine King-Size-Suite, wie auch immer, ist hier. Das war sein, Schlafgemach, glaubst du? Hätte da schlafen können? Der einzige mit eigenem Badezimmer. Stimmt. Ich meine, das Badezimmer ist in der heutigen Zeit hässlich bis zum geht nicht mehr. Aber damals... so scheiße in der DDR. Ja. Das ist das pure DDR-Feeling. Ja. Und überall sind diese... Das sind eigentlich so Tafeln. Glaubt man gar nicht. Das sind an der Wand aufgehängte Tafeln und da hat er wahrscheinlich dann irgendwelche Spatzi-Bilder draufzeichnet. Irgendwie Blödsinn halt.